Wenn man ein wenig älter ist wie Fritz Kanz, kann es schon mal dauern, bis man all seine Sachen im Einkaufswagen hat. 2 Stunden brauchte der 81-Jährige vor ein paar Wochen, bis er den Kundenparkplatz des Lidl-Discounters im Norden Leipzigs wieder verließ. Das Schild an der Einfahrt, 90 Minuten kostenfreies Parken, hatte er schlichtweg übersehen. Ich habe mich da drinnen hier zu lange drin rumgelaufen und geguckt, nach dem Ausgang, was es gibt zu kaufen und alles. Und das habe ich mich gerechnet, hat es ja auch noch solche Sachen wie untergestellt. Ja, wenn das Wetter nicht wäre so gewesen, dann wäre ich längst wieder fort gewesen. Die Quittung fürs Bummeln kam 2 Wochen später per Post. 35 Euro soll der Rentner nun zahlen. Ein- und Ausfahrzeiten wurden per Überwachungskamera festgehalten. Das ist Abzockerei. Das ist der Unverschämt sowas. Das ist der Abzockerei. Verkehrsrechtsanwalt Jan Vorwerk kennt solche Fälle zuhauf. Mittlerweile ist es gang und gäbe, die Standzeit auf Supermarktparkplätzen zu begrenzen. Die Gründe, warum es sowas gibt, ist, dass in Innenstädten die Parkplatzknappheit, die ja bewusst geschaffen wird von den Kommunen, immer mehr zunimmt. Und wenn die Supermarktbetreiber oder Geschäftsbetreiber sich nicht da zur Wehr setzen würden, dann würden die natürlich ständig die Kundenparkplätze zugeparkt werden. Die haben im Grunde gar keine andere Möglichkeit. Um die Ecke von Lidl ein Nettomarkt. Auch hier ist die Parkdauer begrenzt. Immerhin auf 2 Stunden. Dafür wird bei Überschreiten gleich mit Abschleppen gedroht. Auch das kann unter Umständen gerechtfertigt sein. Wenn dort jemand mal die Zeit um 15 Minuten oder eine halbe Stunde überschritten hat, ist das sicherlich unverhältnismäßig. Aber wenn jetzt jemand sein Auto auf einen Supermarktparkplatz stellt und dann 3 Wochen in Urlaub fährt, also nach ein paar Tagen, dann würde ich schon meinen, dass der Besitzer des Parkplatzes dann also durchaus auch von seinem Recht Gebrauch machen kann und es freiräumt. Fritz Kanz hat inzwischen die erste Zahlungserinnerung erhalten, zum Glück noch ohne zusätzliche Mahngebühren. Ich bezahle das nicht. Lass es mal drauf ankommen. Ehefrau Christine stört sich vor allem an der Höhe der Vertragsstrafe. 35 Euro für eine halbe Stunde Parkzeitüberschreitung. Ich kenne doch nicht mit der Stoppuhr in diesen Kaufladen. Stellen Sie sich mal vor, ich habe viel gekauft. Da sage ich zu dem, warte mal bitte. Sie müssen mich jetzt erst mal vorlassen. Meine Parkdauer ist jetzt abgelaufen. Na, so geht es doch nicht. Doch auch diesbezüglich kann Ihnen Anwalt Jan Vorwerk kaum Hoffnung machen. Die Höhe liegt tatsächlich bei nahezu allen Betreibergesellschaften, die diese Parkplätze unterhalten, so zwischen 30 und 40 Euro. Und das wird von den Gerichten auch, das hält vor den Gerichten. In den meisten Fällen ist es schon so, dass dann Vorgehen kaum Sinn macht, weil natürlich die Betreiber entsprechendes Beweismaterial auch gesichert haben. Kundenfreundlichkeit sieht freilich anders aus. Das Ehepaar Kanz zumindest wird Lidl in Zukunft den Rücken kehren.